Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Project Unstable. Ich habe, und das möchte ich jetzt mal kurz anfangen, hier im Hintergrund hört man es leicht. Ja, ich habe neue Musik, ich habe mir extra Lizenz dafür geholt, also den Macher angeschrieben, ob ich es verwenden darf für meine Musik, für meine Musik, für meine Videos, und er hat mir die Erlaubnis gegeben. Und ich muss nicht jeden einzelnen Titel in die Beschreibung packen, es reicht auch, wenn ich das ganze Album reinpacke, also. Ist die Beschreibung noch relativ klein. Gut, also wenn ihr, wenn euch die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, gefällt, könnt ihr in der Beschreibung mal gucken. Dort ist dann ein Link. Gut, jetzt aber erstmal zu dem, was will ich heute machen? Euch ist schon aufgefallen, hier das ME-System ist jetzt erstmal nach hier hinten gewandert, denn ich möchte gerne hier hinten eine Art Auto-Crafting-Raum später machen. Was ich auch gerne machen würde, wäre Folgendes. Und zwar ist es ja so, man kann, also ich muss ja im Moment, wenn ich jetzt hier diese Pure Cirrus Quartz und alles, ich meine, ich habe noch was, ich habe extra ein bisschen was noch gemacht gehabt, habe mich dahingestellt, aber ich möchte das gerne noch ein bisschen mehr automatisieren, weil das gefällt mir noch nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich mir eine Turtle basteln. Ich habe schon ein Programm mal vorgeschrieben, da werde ich dann auch den Pastebin-Link unten reinschreiben. Das könnt ihr euch dann angucken. Es wird sich wahrscheinlich mit der Zeit nochmal verändern, weil es ist noch nicht ganz so toll. Aber nun gut, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. So, also erstmal brauchen wir einen Chest und einen Computer. Kein Problem, wenn ich Glas hätte. Moment, habe ich hier Glas? Habe ich hier Glas? Ich habe genug Glas. Guck mal, ich habe so viel Glas. So. Okay, machen wir nochmal einen Computer. Und dann eine Turtle. Die ist ja nicht so schwer, ich meine. Ja, ein bisschen Stein, Eisen. Ist sogar schon relativ early game, eigentlich. So. Eine Turtle. Als allererstes muss ich mir jetzt erstmal überlegen, wie ich das machen will. Wenn ich die Turtle platziere, ist Folgendes. Ich kann eine Seite dann einstellen für die Turtle, auf der das Redstone-Signal ausgegeben wird. Denn wir werden diese Crystal Growth Accelerator sollen sich ja selbstständig auch wieder abschalten können. Das heißt, dass die nicht den ganzen Tag ansinnen und so einen schönen Strom fressen. Das wäre ja fatal. Das können wir ja nicht machen. Das wäre ja nicht gut fürs Geschäft und alles Mögliche. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich mal hier die, ups. Werde ich die Crystal Growth Accelerator mal so aufstellen, dass die Turtle hier stehen kann. Und dann halt hier drunter der Block Wasser ist. So, dann brauchen wir noch eine Kiste, die wir davor stellen können dann. Ich nehme jetzt einfach mal hier so, Kiste. Und die Kiste können wir dann jetzt hier vorstellen. Da wird dann die Turtle die ganzen fertigen Sachen reinpacken. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein ME-Toggle-Bus. Ich habe den schon mal gebaut, Toggle-Bus. Der ist relativ teuer, also zwei ME-Kabel, zwei Redstone und einen Lever. Oder halt, es gibt auch einen Inverted, aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen den ganz normalen. Und dann habe ich mir auch noch ein ganz normales Quarzfiber geholt. Das Quarzfiber macht nämlich Folgendes. Und zwar werden dann die Crystal Growth Accelerator nicht angeschlossen, sondern, wie soll ich sagen, zählen so ein bisschen als separate Channel. Als, ja. Anstatt hier halt, also wenn ich es nicht mit dem Quarzfieberkabel machen würde, nur mit ME-Kabel, dann würde ich, glaube ich, sogar Channel verbrauchen. Ich weiß nicht, ob die Dinger Channel brauchen. Aber wenn wir halt nur Strom übertragen wollen, weil die Dinger ja nur Strom brauchen, können wir einfach so ein Quarzfieber hinpacken. Dann einen. Ups. Nein! Nein! So. Ich mach's aber mal andersrum, ich mach's mal so rum. Das Ding, dann den Toggle-Bus, denn hier kommt dann das Redstone-Signal raus. Und dann die Kabel. Kann ich das so machen? Ja, es geht. Und dann. So. Gut. Das heißt, hier drüber wird dann getoggelt. Ich kann mir mal. Habe ich einen Lever? Nein, ich habe keinen Lever. Habe ich auch sicher im Sa System hier. Ja. Gut. Wenn ich jetzt den Lever habe,
Ihr seht ja hier Device Offline. Wenn ich jetzt hier den Lever umpacke, geht das der Toggle Bus an und der Crystal Growth Accelerator auch. Das wäre jetzt das Manuelle sozusagen. Was wir aber machen können, also erstmal brauchen wir hier Wasser noch drin. Wir können das alles automatisieren mit unserer Turtle. Ich mache jetzt mal Label Set, damit wir jetzt hier das Label erstmal für die Turtle setzen, damit die Programme auch drauf bleiben, wenn wir sie abbauen. Und ich nenne die jetzt einfach mal AE2 Turtle. Wie mache ich denn das jetzt? So. Turtle. Computer Label Set. AE2 Turtle. So, und jetzt müssen wir einfach nur Paste bin get. Dann brauchen wir hier diesen Code. Das ist von der Pastebin-Adresse, die dann in der Beschreibung steht, das, was hinter dem Pastebin.com steht. Dieses kleine Ding. Ihr könnt es euch auch einfach abschreiben. Ist ja relativ egal. Und da müssen wir jetzt noch einen Namen eingeben für das Programm. Ich nenne es jetzt einfach mal Seeds. Beispielsweise. So. Downloaded. Und jetzt können wir sagen hier Seeds. Attach Redstone Site. Das ist jetzt die Abfrage. Welche Seite soll Redstone sein? Das ist jetzt hier. Also wir müssen immer gucken, die Turtle, da wo dieser Spalt hier ist und nicht der Rucksack, da ist vorne. Das heißt, hier ist auf der Seite jetzt links. Also schreiben wir Left. So, und die Turtle beginnt. Gut, das dauert jetzt einen Moment, bis das Ding sich einkriegt. Da steht jetzt 12. Das weiß ich nicht, warum da jetzt 12 steht. Ich mach's nochmal anders. Ich platziere es nochmal hin. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt brauchen wir nämlich von den ganzen Pure, brauchen wir ein Pure Crystal und ein Pure Silice Quartz. Und eigentlich noch einen Pure Nether Quartz. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Na, das kriegen wir hin. So, und dann noch ein Fluix Crystal. Und ich packe einfach mal erstmal nur zum Test nochmal einen Kobalt mit rein. So. Die untersten vier Slots werden von dem Programm angenommen als sozusagen Abgleich. Das heißt, hier wird durchgegangen und die einzelnen Dinge werden verglichen, ob sie denn mit hier oben dem 3x4 Inventar mit diesen oberen 12 Slots übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Items nach unten gedroppt und das Redstone-Signal hier drüben wird angeschalten. Das heißt, die Crystal Cross Silhouette starten und die Turtle saugt sich das dann immer wieder nach 10 Sekunden ein, droppt es wieder, wenn es immer noch nicht das Richtige ist, und wenn es das Richtige ist, packt es hier vorne in die Chest rein. Soweit der Plan. Und soweit funktioniert es dann auch. Wenn ich jetzt hier Seeds eingebe, das dürfte auch das Processed Items besser funktionieren. So, jetzt geht ihr hier halt durch, ob sie übereinstimmen, und da steht Working Item Stacks, also wie viele befinden sich gerade im Arbeitszirkel, also wie viele sind noch unten drinne und wie viele wurden produziert. Das produziert ist noch ein bisschen verpackt. Ihr seht, jetzt geht er gerade wieder durch, das heißt, er hätte jetzt nochmal neu gestartet. Und jetzt möchte ich gerne ein wenig Sirtus Quartz, das ich nehme jetzt einfach nur zum Test. Ups. So, und ein Sand. Und wir kriegen zwei Sirtus Quartz Seed. Die können wir jetzt einfach mal spaßenshalber hier reinpacken. Und jetzt warten wir mal auf den nächsten Rundgang. So, zuerst sammelt er auf. Und jetzt hat er die Seeds nach unten gedroppt. Die Seeds sind jetzt da unten. Und die Crystal Growth Accelerator sind an. Weil die Turtle sie angestellt hat. Sieht man die irgendwo? Da unten schweben sie. Ganz leicht. Vielleicht. Jetzt hat die Turtle es wieder eingesammelt. Wieder geguckt, ob es die gleichen sind. Es sind nicht die gleichen, also macht's weiter. Ja. So. Ich bin kurz weg, weil das Telefon klingelt. Clement. So, da bin ich wieder. Ja. Wie gesagt, war kurz Telefon. Und die Dinger sind hier noch ein bisschen durchgegangen. Können wir mal gucken, wenn er sie einsammelt, was für eine Prozent wir schon haben. 30%. Okay. Ich lasse das Ding jetzt noch eine Weile laufen. Die Turtle. Und ja, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Es ist ein bisschen heller geworden bei uns, etwas freundlicher. Ich habe einfach mal den gesamten Cobble durch Quarz ersetzt. Nicht durch Quarz, sondern durch Marble ersetzt. Wie halt hier in dem Raum. Und habe den Boden mal zu normalen Stone Bricks gemacht, weil ich finde, das passt eigentlich sogar relativ gut dazu.
Später der Soundcraft-Raum wird vielleicht noch ein bisschen anders werden, aber das ist dann erstmal später. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Folgendes. Wir haben jetzt hinten uns das Teil schon mal automatisiert. Was ich aber jetzt langsam wirklich machen würde, gerne, wäre, dass wir auch hier hinten die Inscribe, was ich nämlich jetzt machen muss, ich muss nämlich jetzt hier erstmal einen Diamant wieder reinwerfen mit einer Engineering Press, damit ich so ein Circuit rausbekomme. Ein Printed Engineering Circuit. Den muss ich dann wieder mit dem zusammenpacken, um einen fertigen Circuit zu kriegen. So. Das ist natürlich nervig, wenn man hier den ganzen Tag dastehen muss und das ganze Zeug von einem in den anderen packen und dann da machen muss. Deswegen werden wir uns das auf jeden Fall automatisieren. So. Und dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das ist jetzt für uns... Oh nein, mein Wand. So. Dafür gibt es halt jetzt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, wir craften uns zig Milliarden Interface für unser ME-Terminal, sodass wir hier hinten beispielsweise an jeden Inscriber einen Interface dran packen. Das wäre aber auch nervig. Was wirklich cool wäre, wenn wir ein Interface hätten, worin dann alle Crafting-Rezepte abgespeichert sind oder alle Erstellungsrezepte für alle Inscriber, sodass wir sie direkt bestellen können und alles automatisch dann hergestellt wird. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Zuerst einmal brauchen wir noch mehr Inscriber und ich hätte jetzt mal gesagt, anstatt einem Energy Acceptor machen wir uns Folgendes. Wir basteln uns da was anderes. Und zwar erstmal ein ME Controller. Der ist, wo ist er? Da ist er. Der ME Controller. So, den Skystone habe ich schon gebraten und den Circuit habe ich ja gerade gemacht. ME Controller. Der Controller, erweitert das ME-System ein bisschen. Mit einem normalen Fluix-Cable, das sieht man jetzt nicht, jedes ME-System, was basic ist, hat 8 Channel, die man benutzen kann. Channel sind halt zum Beispiel Maschinen oder Interface oder halt diese Terminals, die man anschließen kann. Diese werden dann halt als einzelner Channel benutzt. Die Channel sieht man im normalen Kabel nicht, da braucht man dann später die Dense Cable oder ich glaube die Version davor zeigt die auch an. So, also wie gesagt, wir haben 8 Channel insgesamt zur Verfügung. Mit einem ME-Controller haben wir auf jeder Seite von dem ME-Controller, auf allen 6 Seiten, können wir bis zu 32 Channel dran packen. Da brauchen wir dann aber größere Kabel später, weil die hier können maximal 8 übertragen. So. Der ME-Controller funktioniert außerdem genau wie ein MNG-Acceptor. Das heißt, das war jetzt der Acceptor, den wollte ich nicht stellen. Den ME-Controller wollte ich stellen. Der leuchtet auch noch ein bisschen lustig. Und wie gesagt, jetzt haben wir die ganzen Dinger verbunden und haben auf jeden Fall mehr Platz später. Theoretisch könnte ich das Ding dann auch nochmal umbauen mit dem Energy-Acceptor, aber... Ah, jetzt hast du es gerade rausgeworfen, ne? Ah, verdammt. Aber es sieht schon relativ gut aus. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Gut. Was wir jetzt noch brauchen. Erst einmal, damit wir mit dem ersten sozusagen Auto-Crafting anfangen können, dass unser ME-System uns automatisch Dinge herstellen kann, ist, dass wir erst einmal noch ein paar Inscriber machen. Wir brauchen noch 3 weitere Inscriber, damit wir alle Crafting-Rezepte wirklich abdecken können. Weil es gibt 4 Pattern und im letzten müssen wir dann zusammen craften. Also brauchen wir jetzt einen... Ups, hier unten musst du... Inscriber. Ups. Ein Inscriber. Ist auch ja nicht so schwer. Ich empfehle euch, überall wo ihr die Pure verwenden könnt, nehmt die Pure. Ist wesentlich einfacher und mehr, was ihr davon dann rauskriegt. Oh, ich habe keinen Pisten mehr. Das ist natürlich nicht so toll. Ich habe gar keine mehr. 1, 2, 3 brauche ich noch. So. Und das. 1, 2, 3. Gut. Die Pisten und das Zeug und das Zeug. Und wir haben Inscriber. 2 mehr. Gut. Nun hätte ich jetzt mal gesagt. Meine Stimme verlässt mich. Nein. Oh, verdammt. So. Wieder Strom produzieren. Jetzt müssen wir, die Inscriber müssen irgendwie Strom bekommen. Der Strom muss nicht durch ein ME-Kabel kommen. Oder
Es muss nicht direkt an einem E-System angeschlossen sein. Der Strom kann auch direkt von einem Culinary Generator kommen. Oder aber, indem ich jetzt zum Beispiel mit Hilfe des RedNet Cable den Strom umwandle. Die Dinger powern sich außerdem gegenseitig. Das heißt, wenn ich jetzt hier an den einen Power dran mache, wird die ganze Reihe gepowert. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein RedNet Energy Cable. Wir haben ja noch ein paar. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht den LV-Transform später mal umstelle, weil das ist hier dahinter vielleicht kommt. Es wäre vielleicht schlauer, wenn ich das hier in diese hintere Ebene verschiebe noch mit. Und hier haben wir zwei Pure. Also er hat sie reingedroppt. Hier steht auch Items Produced 1. Walking Items sind 0. Er hat keine Items mehr im Buffer, möchte ich sagen, die gerade da unten drinne rumhantieren. Ja, gut. Nun zur Automatisierung. Wie automatisieren wir Inscriber? Was ich jetzt gesagt hätte zur Automatisierung, wir müssen auf jeden Fall 4 Inscriber haben. Die. Ich platziere mal schnell 4. 4 Inscriber, in die wir von hinten Items reinleiten müssen. Und zwar ganz bestimmte Items. Weil wir haben. Ich gebe mal Item Convert. So. Und zwar. Mit Hilfe der Item Conduits werden wir hier hinten dann das Zeug reinleiten. Und zwar Insert und Extract brauchen wir. Wir brauchen beide Modi. Er nimmt immer raus und packt es in den braunen Channel. Und er packt immer rein in den grünen Channel. Also in out, braun, always active. In out, braun. Always active und beim letzten auch nochmal in out. Nein. Braun und always active. Gut. Das sind die ersten 4, die wir brauchen. Warum brauchen wir die Items von hinten? Ganz einfach, die Inscriber sind ein wenig komisch. Man kann nur von bestimmten Seiten halt die Dinger reinleiten. Und dann brauchen wir unsere 4 Pressen, unsere 4 Inscriber Pressen. Die eine packen wir Silicon rein, in die andere Logic, Calculation und Engineering. So, und dann brauchen wir für die letzte noch was Besonderes. Ach guck mal, da ist jemand gejoint, der Wahnsinn. Das hier wird dann praktisch unser Input. Wir werden ein Interface basteln, was an eine Kiste geht, aus der durchweg die Item Conduit halt das Zeug aussaugt. Und folgendes wird passieren. Die Items werden rausgesaugt und werden hier in den grünen Channel reingepackt. Der braune Channel macht folgendes. Der braune Channel ist eine Art Buffer, der einfach nur dafür sorgen wird, dass wir, wenn wir jetzt hier beispielsweise, ich mach's mal offener, dass man es besser sieht. Ist zwar ein bisschen Platzverschwendung, aber so, also ich mach's doch hier hin. Ich mach's doch hin. Man wird sicher erkennen. So. Und zwar haben wir hier den letzten Inscriber, an den wir 3 Inputs machen müssen. An dem mittleren wieder ein In-Out, wobei er braun importiert. Oder. Wir machen hier grün. Wir machen hier grün. Er importiert grün in den mittleren und exportiert in den blauen Channel. Hier oben den brauchen wir nur auf Insert braun. Genau wie den hier unten auch auf Insert braun. So, und jetzt erkläre ich mal kurz das System. Also, wir haben dann hierhin eine Kiste. Die kann ich eigentlich schon mal machen. Ich mache das mal schnell. Einfach nur, damit wir da... Ich mach's anders. So. Eine Kiste. Gut. Also, in diese Kiste kommen dann unsere Items rein. Diese werden immer in den grünen Channel exportiert. Aus der Kiste raus. Ist always active. Das heißt, grün geht hier überall rein. Grün geht in den hier. Allerdings kann hier nicht jedes Item rein. Wie ihr seht, ich kann hier keins reinplatzieren und hier unten auch nicht. Es geht nur Silikon rein. Das funktioniert.
aber der Rest nicht. Und das halt auch bei den anderen, je nachdem das richtige Item geht dann rein. Hier hinten wäre es allerdings so, in die Mitte würde jedes Item, was irgendwie in den Inscriber rein kann, da reingelegt werden. Das wollen wir aber nicht. Damit wir das jetzt verhindern können, brauchen wir erstmal ein Filter. Ein Item-Filter. Den packen wir hinten rein in den Insert-Mode. Und dann brauche ich noch einen Redstone, denn in den mittleren soll nur Redstone rein. Denn bei jedem Inscriber-Rezept ist es so, beim letzten Schritt ist in der Mitte Redstone. So, was das Ding jetzt macht, alles was jetzt hier, ups, das war das Falsche, ich muss es hier reinpacken, in die Whitelist. Wenn jetzt hier was in der Kiste drin ist, wird die Item Converse automatisch exportieren und brauche ich doch die, die Item Converse ist doch nicht so schlau. Okay, ich brauche noch ein paar Itemfilter. Das heißt, wir machen mal noch ein paar Hopper. Ich brauche noch mal Kisten. Hey. Okay. So. Gut. Dürfte reichen. Habe ich noch Papier? Sieht schlecht aus. Eieiei. Ich habe gar nicht. Okay, aber eigentlich ist die Folge auch schon zu Ende. Haben wir die Folge gar nicht so viel geschafft. Aber wir haben auf jeden Fall das System mit den Inscribern schon mal erklärt. Oder ich glaube, ich mache noch mal ein paar Minütchen. Einfach nur, damit ich jetzt noch die Filter wenigstens reinpacke. Damit es mit der Kiste funktioniert. Und nächste Folge sorgen wir dann dafür, dass es vom ME-System aus funktioniert. Ups, jetzt nehme ich das Papier mit. Das Papier nützt mir gar nicht. So, und dann brauchen wir noch einen Hopper. Hopper. 1, 2, 3, 4 brauchen wir. Weil die 4 müssen hier in die einzelnen Dinger rein. Und zwar immer in den Insert-Mode. Da noch eins. Hier noch eins. Und hier hinten bei dem noch eins. So. Was ich jetzt noch nicht erklärt hatte, der braune Output geht dann halt hier rein, das heißt oben und unten, und das sind nur die fertigen Items, die dann rausgenommen werden. Das funktioniert dann. So, jetzt brauchen wir nur noch erstmal einen Gold, einen Dia. Eigentlich, im Moment, ich brauche noch einen Filter. Das kann ich euch gleich erklären, warum. Dann brauchen wir Silicon. Ich nehme auch gleich mal das Printed mit ein. Und dann brauchen wir noch einen Pure Surface Quartz. Das dürften jetzt alle sein. Genau, 4 und das eine. So, erstmal, was haben wir hier hinten drin? Engineering. Engineering ist der Diamant. Das hier ist Calculation. Calculation ist Pure. Logic. Logic ist Gold. Und das hier ist dann dem zufolge Silikon. So, damit könnten wir das jetzt automatisieren. Das würde jetzt soweit funktionieren. Allerdings müssen wir hier oben bei dem braunen Channel, was das Ding hier wieder exportiert, müssten wir noch was sagen. Und zwar, dass das Ding Insert nur Silikon, Printed Silikon nimmt. Denn das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt hier beispielsweise zwei hätten, ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen, wenn wir jetzt hier zwei Inscriber hätten, die uns jetzt beide beispielsweise einen Calculation Processor und einen Engineering Processor machen, dann würde es passieren können, dass oben ein Engineering und unten ein, wie heißt es an, zum Beispiel Calculation ist. Und das würde kein Rezept sein. Deswegen zwei Itemfilter hier. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itemfilter, damit das ganze Ding funktioniert. So, und jetzt können wir theoretisch die Inscriber, die hat noch keine Power, das könnte man schnell mal ändern. Ach, guck mal. Das muss ich auch nicht. Die nehmen, okay, das heißt, wir brauchen nicht mal ein RedNet-Cable. Die nehmen einfach EU. Das ist natürlich richtig geil, das wusste ich selber nicht. Das ist richtig geil. Okay. So, hier müssen wir jetzt noch sagen bei der Kiste, dass sie In und Out hat. Der Output geht in den grünen Channel, ist immer aktiv, und Insert ist blau. Das heißt, der Output von dem Ding landet wieder in der Kiste. So, und jetzt testen wir das mal. Wenn ich mir jetzt mal ein wenig, ich nehme jetzt mal die Printed Silicon, und dann habe ich ja von jedem hier noch eins dabei.
Achso, ich bräuchte vielleicht noch Redstone. Moment. Und dann machen wir jetzt nochmal einen kurzen Testdurchlauf und nächste Folge automatisieren wir uns jetzt. Das war, also es ist jetzt schon automatisiert, aber noch mehr automatisiert. Beispielsweise ein Pure, ein Gold, ein Dia und ein bisschen Redstone. Jetzt haben wir hier drinnen nichts, Silicon. In Logic ist Gold, was auch funktioniert, nur irgendwie kriegt er keinen Strom. Warum kriegt er keinen Strom? Das war dämlich. Moment. Ich konnte mir nämlich schon denken, dass es nicht geht. Okay. Ich probiere es jetzt einfach mal ganz kurz mit dem ME-Kabel. Einfach nur mal, um zu testen. So. Weil das ist jetzt die schnellste Verbindung, die ich hinkriege. Mit einem. Das reicht natürlich nicht. Okay, machen wir es anders. Produzieren wir erstmal den Strom für die Dinger mit dem Ding. Ich habe ihn ja noch. Und dann müsste ich mal gucken, warum das nicht geht. Meine Güte. So, nun dürften sie alle anfangen, oder? Der Strom geht doch nicht durch. Mir wurde immer erzählt, der Strom geht da einfach durch. Das ist gar nicht der Fall. Kein Wunder, dann würde es auch mit EU gehen. Gut. Habe ich denn noch Kabel? Okay, das muss ich jetzt nochmal schnell nachgucken. Okay. Ich mache bis nächste Folge nochmal ein paar Copper-Kabel. Ich teste nur nochmal eine Sache ganz kurz. Was passiert, wenn ich das mache? Hier ist den Strom. Nein, kriegt's nicht. Okay. Das bedeutet ein bisschen Arbeit. Ich mache das bis nächste Folge und dann bin ich wieder da. Bis dann. Und ja. Jetzt komme ich wieder nicht zum Verabschieden. Also sage ich einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal.